Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella die Fee. Heute doch noch mal ein Winterbild, und zwar ein sonniger Wintertag, wie wir ihn im Moment fast nie haben. Ich zeige euch heute, wie ihr wirklich mit diesen warmen Farben einen Wintertag malt, wo sehr viel Wärme drin ist, wo Sonnenwärme hineinstrahlt, wo wir auch diese Technik verwenden mit dem Aquarellradierschwamm. Also wir verwenden keinen Rubbelkrepp für diese hellen Stellen, für den Schnee in diesem Bild. Wer möchte, kann zuletzt natürlich auch noch ein Deckweiß ein bisschen verwenden, gerade auf den Zaunpfählen und so weiter. Da habe ich das dann auch noch ein bisschen aufgehellt, wirklich mit Weiß. Das ist, denke ich, nicht verboten. Das ist in Ordnung. Nur diese ganz großen Schneeflächen, da verwendet einfach bitte den Aquarell-Radierschwamm. Oder einen Schrubberpinsel, einen großen, wenn ihr den habt, und keinen Aquarell-Radierschwamm. Wobei, statt des Radierschwamms könnt ihr auch einfach einen Küchenschwamm verwenden, einen Synthetikschwamm, der funktioniert auch. Ja, ich wünsche euch ganz frohes und kreatives Malen, eine entspannende Stunde. Gebt euch hin dieser Farbe und nochmal diesem Wintertag, diesem sonnigen, warmen Wintertag. Ich wünsche euch eine schöne, schöne Malstunde und viel Spaß dabei. Hier ein paar Stimmungseindrücke, zuerst von diesem blauen Himmel über viel Schnee, dann von einem Winterwald, diesem grün-braun Nachtdunkel neben Weiß, und hier jetzt diese majestätischen Bäume, wie sie angezuckert unter uns stehen. Zuletzt noch ein paar Aufnahmen von Nipolic Pictures bei der Arbeit. Für dieses Bild, ein sonniger Wintertag, brauchen wir ganze 5 Farben. Das ist einmal das goldene Gelb, das Alizarin Karmesin, das Ultramarinblau, die 3 von Schminke, das 4. auch von Schminke, das ist ein Goldocker, und das letzte ist von der Marke Mission, ein Shadow Violet. Ja, also ganze 5 Farben nur brauchen wir für dieses Bild, und alles andere wird gemischt. Viel Freude beim Malen. Ja, nun geht es los, zuerst mit der Materialangabe. Die Farben, die habt ihr schon vorher bekommen. Und dann mit dem Anfeuchten des Blattes, wie immer. Hier feuchte ich das Blatt mit dem Ellastip an. Das könnt ihr halten, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch einen Aquarell-Naturschwamm dazu verwenden. Das geht auch wunderbar. Wichtig ist, dass ihr das Wasser so ein bisschen einziehen lässt ins Blatt. Also dieser Vorgang dauert doch einen Moment. Dann trägt ihr Goldgelb von links auf, etwa in der Mitte, und mischt ein Alizarin-Karmesin dazu, so dass es sich an den Übergangsstellen ein bisschen verbindet und ein warmer Farbklang herauskommt. Nach rechts hinüber kann das goldene Gelb sogar noch intensiviert werden. Vergesst auch unten das Alizarin-Karmesin nicht, das brauchen wir dann wirklich auch für den Weg. Und hier oben für den klaren Winterhimmel, von rechts in der Ecke, geben wir ein Ultramarinblau dazu und auch von unten rechts in der Ecke, sodass von der rechten Seite wirklich so dieses goldene Gelb und das Ultramarinblau sich die Hände halten. In diese Feuchtigkeit hinein tupfen wir ein Violett, ein Mauve. Ihr könnt es mischen aus einem Ultramarinblau und dem Alizarin-Karmesin. Und wenn das Ganze trocken ist, nehmen wir den Ellastip und ein Schattenviolett und beginnen ungefähr in der Mitte des Blattes mit dem entfernten Horizont. Dazu malen wir, stricheln wir und stippeln wir Büsche, Baumkronen und so weiter. Ihr seht beim fertigen Bild, was ich unten eingeblendet habe, dass wir anschließend, sobald es trocken ist, auch noch Stämme und Äste einfügen. Also wir machen jetzt sozusagen diesen
die Aura, die Hülle, die da schon steht, der Bäume, des Waldes, das, was das Wesen des Waldes ausmacht, nicht die nackten Stämme und Äste, sondern das, was diese umgibt, was die Farbe gibt und ein bisschen auch das Warme eines Waldes ausmacht, das Hüllende, das sich umgeben, umhüllt fühlen, wenn man durch den Wald schreitet. Das ist mehr eine Stimmung, würde ich fast sagen, was ihr da malt. Ihr vermischt es auch teilweise mit einem Goldocker und könnt auch das Schattenviolett auf der Palette mit dem Goldocker mischen zu einem bräunlicheren Violett, so dass ihr ja dieses Grau-Braune, teilweise ins Warm-Goldockerige gehend, eines Winterwaldes erzeugen könnt. Und so legen wir einfach den ganzen Horizont bis rechts nach vorne an. Ihr seht, so in der rechten oberen Ecke habe ich eine kleine Kurve eingebaut und ziehe diese Linie dann nach vorne, rechts nach vorne, fast in die Ecke hinunter. Und dort ist auch das Gras höher. Das ist also näher bei mir. Tragt unterschiedlich dunkle Stellen auf, das seht ihr hier jetzt auch, also mal dunkler Violett, mal mehr ins Goldockrige gehend, mal ein helles, sehr sanftes Violett. Hier dazwischen gebe ich jetzt noch mal ein goldenes Gelb hinein, einfach um das Ganze noch ein bisschen zu wärmen, zu beleuchten von einer goldenen Abendsonne zum Beispiel, die da von hinten durch diesen Waldrand scheint. Das alles macht ihr mit dem Ella-Stipp ganz vorsichtig stippeln und stricheln und tupfen, bis ihr zufrieden seid. Dann können wir es trocknen lassen und malen Stämme und Äste hinein mit entweder einem reinen Schattenviolett, einem reinen Goldocker oder einer Mischung aus beidem. Hier habe ich jetzt den Schrubberpinsel in der Hand und wasche sogar noch ein paar helle Stellen aus. Stämme, vielleicht sind es Birken, ein bisschen Licht, was durch die Blätter fällt an verschiedenen Orten, an verschiedenen Stellen hier in diesem Waldrand. Probiert ein bisschen aus, wo ihr noch mehr Licht möchtet oder eben auch helle Stellen haben möchtet. Also seien es Birken oder Eschen, Espen, Pappeln. Ja, und dann hinein und auch oben drüber, hintenrum und so weiter, malt ihr mit, wie gesagt, dem Violett, Schattenviolett oder dem Goldocker oder einer Mischung aus beidem, Baumstämme und Baumkronen hinein. Sobald ihr ein paar Äste und Stämme gemalt habt, könnt ihr mit dem Ella-Stipp noch einmal nachhelfen in den Baumkronen für feine Äste, vielleicht für eine intensivere Farbe, vielleicht auch einfach um das, was ihr neu hineingemalt habt, also Äste und Stämme mit der Baumkrone, mit diesem umgebenden, warmen zu verbinden, mehr zu verbinden, als es vorher war. Hier seht ihr jetzt, wie ich wieder das Goldocker ins Violett mische, um dann hier in diese sanfte Baumkrone hinein den Baum zu ziehen. Vergesst nicht, dass oft, wenn sich die Farbe nicht so gut ziehen lässt, nicht zu wenig Farbe am Pinsel ist, sondern zu wenig Feuchtigkeit, also zu wenig Wasser. Holt lieber Wasser dazu als zu viel, zu dicke Farbe. Auch hier helfe ich noch einmal nach mit dem Stippeln von Schattenviolett, Shadow Violet, von Mischen. Und auch auf der linken Seite braucht es noch ein bisschen mehr, um das Gleichgewicht im Bild zu gewährleisten. Und so arbeite ich mich nun weiter und weiter auf die linke Seite hinüber. Und auch natürlich immer mehr in den Vordergrund dann.
Noch einmal packe ich mehr Licht in meinen Waldrand. Da nehme ich einfach wieder den feinen Schrubberpinsel und wasche mir einzelne Stellen aus. Ihr könnt auch flächige Bereiche wirklich auswaschen, wo man noch mehr das Leuchten von hinten sehen kann. Also dieses fast zu dichte goldene Gelb könnt ihr auch ein bisschen verfeinern, indem ihr es ein bisschen verdünnt, ein bisschen herausholt, sodass es wirklich nach Licht, nach Helligkeit aussieht, als wäre dahinter, wie gesagt, eben helle Sonne, untergehende Sonne, also Licht. Und oben drüber jetzt einfach die Bäume ziehen, sodass wir nachher Stämme vor diesen hellen Flächen haben und sonst gar nicht so viel einbinden müssen. Also wenn wir es jetzt so lassen würden, sähe es fleckig aus. Wenn wir aber Bäume darüber malen, wirkt es wieder sehr spannend und von hinten durchlichtet. Wenn wir auf der rechten Seite angekommen sind, nehmen wir den Ellerstipp und binden die Stämme noch in den Boden ein mit einer Mischung aus Violett und Ocker. Das wird dann so schön bräunlich, so winterlich braun. Und hier auf der rechten Seite seht ihr, wie die Richtung dieser Striche ist, sodass nämlich ein Hügel entsteht. Also ich mache so wie eine kleine Mulde. Und ziehe es ein bisschen rechts nach oben und nach unten in der Mitte. Also ich mache einen kleinen Schwung hinein, sodass es aussieht, als würde hier ein Hang sein, der nach unten auf die Straße, auf die verschneite Straße geht. Das könnt ihr beim fertigen Bild auch gut entdecken. Wenn alles dann trocken ist, nehme ich den Aquarellradierschwamm oder einen anderen Synthetikschwamm und wasche die ganz hellen Stellen aus, also hinten am Waldrand eine Schneefläche, dann auf der linken Seite das Schneebord, da wo es nach unten geht zum Weg, und auch auf dem Weg kann man einzelne Stellen auswaschen, sodass wir wirklich weißen Schnee erzeugen, aber eben auch kolorierten Schnee, der da so ein bisschen in diesem Abendhimmel schimmert. Also bitte nicht alles komplett weiß machen mit dem Radierschwamm, sondern auch noch Stellen rötlich lassen, rot-gelb lassen.
Und wenn es dann schon recht trocken ist wieder, weil ihr es ja abgetupft habt mit einem sauberen Taschentuch, könnt ihr ein Ultramarinblau nehmen und ein bisschen Gras, ein bisschen schattigere Stellen einmalen, hineinmalen und gerade auch über den Weg ziehen, nämlich so, als würde von rechts, wie gesagt, eben die Sonne scheinen durch die Bäume hindurch und würde Baumstammschatten auf den Weg werfen, sodass da wirklich dicke Bereiche blau sind und dazwischen weißer Schnee, weil da eben dann die Sonne durchkommt, auf den Weg scheint. Und das Blau, wie ihr seht, kann man recht kräftig da über den Weg ziehen. Das darf schon, ja, eben recht schattig wirken. Dann wieder mit dem Ellastip und jetzt mit einem Goldocker einzelne Gräser ins Bild malen. Und hier oben jetzt mit einem Ultramarinblau die Baumschatten über diese ganz weiße Schneefläche in der Ferne malen. Ein bisschen schattieren auch, nach vorne, hier vorne runterziehen. Ja, so dass überall ein bisschen Schatten liegt, überall immer wieder ein bisschen Gras hervor blinzelt und dadurch die Form des Untergrundes gestaltet werden kann. Also hier diesen Hohlweg gestalten. Jetzt habe ich auch einen Aquarell-Naturschwamm genommen, den habe ich angefeuchtet, ganz gut ausgewrungen, dass er eigentlich fast wieder trocken, also nur wenig feucht ist, und nehme jetzt ein Goldocker mit wenig Violett und tupfe auch damit so ein bisschen Wintergras, kleine Büsche, ja, was man halt so sieht, wenn es ein bisschen Schnee hat, aber trotzdem teilweise schon wieder oder noch das Gesträuch hervorschaut. Mit einem Deckweiß von Schminke, einem Gouache-Weiß, könnt ihr jetzt mit dem Ellastip die feinen Äste beschneien an den großen Bäumen in der Ferne und auf der rechten Seite und natürlich auch mit dem Aquarellschwamm auf der linken Seite dieses Buschwerk oder dieses Wintergras ein bisschen beschneien, dass es auch dort weiß ist teilweise. Auch auf der rechten Seite, wo jetzt sehr viel dunkles Braun, ein dunkler Braunton herrscht, auch dort hat es geschneit und die Büsche sind ein bisschen weiß geworden. Das macht ihr am besten mit dem Aquarell-Naturschwamm, dann wird es am bewegtesten. Ja, also überall dort, wo ihr jetzt noch mehr Schnee möchtet, kleine Übergänge, Aufhellungen und so weiter, überall dort könnt ihr mit dem Deckweiß ein bisschen hintupfen und schon hat es auf eurem Bild geschneit. Dann wieder mit dem Ellastip noch nötige Stellen ein bisschen verblenden, ein paar Gräser hineinmalen mit diesen feinen Härchen. Hier verstärke ich noch einmal dieses Bord, auch den Schnee kann man noch ein bisschen aufhellen hier auf dem Weg. Ganz wichtig zwar, dass das Rot nicht komplett verschwindet, dieses Rot-Gelb, was ihr ja als Spiegelung auf dem Schnee braucht, um es gut wirken zu lassen, natürlich wirken zu lassen. Hier jetzt lasse ich noch mal ein bisschen Gras von den Seiten hineinwachsen in diesen verschneiten Hohlweg, so dass man gut diese Form dieses Weges erkennt. Das könnt ihr mit reinem Ocker, Goldocker machen oder einfach mit einer Mischung aus Schattenviolett und Goldocker. Und hier jetzt mit einem feinen Pinsel noch Schnee mit Deckweiß auf einzelne Äste malen. Nicht auf alle, nicht auf jeden bitte, sondern wirklich nur auf einzelnen Ästen Schnee andeuten. Und schon wird man euch glauben, dass es hier geschneit hat und dass die Bäume verschneit sind. Da muss man wirklich nicht jeden Ast beglücken. Mit dem feinen Schriftenpinsel könnt ihr den Schnee
mit Hilfe von Wasser ein bisschen mit den Stämmen verbinden, ihn homogen ins Bild einbauen. Auf der linken Seite mit einer Mischung aus Schattenviolett mit ein bisschen Goldocker malen wir einen Zaun, einen Viehzaun, diesem Feldrand entlang. Und dass die Perspektive funktioniert, ist der Viehzaun vorne groß und hoch und wird nach hinten schmal und klein. Auch die Abstände zwischen den einzelnen Stäben müssen sich verjüngen. Mit einem Schriftenpinsel den Draht ziehen, der in der Mitte jeweils vielleicht ein bisschen durchhängt, und auch das von vorne nach hinten, diesen oberen Draht sowohl als auch den mittleren Draht hier. Und schon bekommt das Bild noch mehr Tiefe, finde ich. Also dieser Weg an diesem Feld entlang, der führt wirklich sehr weit nach hinten. Mit einem Deckweiß, Gouache-Weiß, könnt ihr einfach mit dem Detailpinsel kleine Schneehüte auf diese Pfosten malen. Ihr habt zusammen gemalt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht seid ihr ein bisschen spaziert durch einen sonnigen Wintertag mit goldenem Gelb und Alizarin Karmesin. Und diesem tollen Shadow Violet von Mission. Ich wünsche euch jetzt eine ganz gute Zeit, eine ganz gute Woche, ein schönes Wochenende und bis bald. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Ihr seid die Besten. Tschüss.